Das Interessante war von vornherein bei dieser Ausstellung, dass wir es mit unglaublich vielen verschiedenen und an dem Arbeiten zu tun haben, einem sehr heterogenen Spektrum an Werken. Und dafür ein Display zu entwickeln für eine Ausstellung ist eine sehr spannende Aufgabe. Das ist eine Phase, das ist immer das Schöne, wenn man mit Kuratoren zusammenarbeitet, die sich darauf einlassen, dass die Entwicklung der Gestaltung zurückwirken kann auf die konzeptionelle Phase, die sie selber eingehen. So ist zum Beispiel gemeinsam entstanden diese Idee, die gesamte Schenkung im ersten Raum zu präsentieren, was sehr herausfordernd war, dafür genügend Präsentationsfläche zu entwickeln. Und dann eben die Argumentationen in den anderen Räumen weiterzuentwickeln. Und so ist diese Idee auch entstanden, eine Form eines modularen Displays zu haben, das einerseits die Konstruktion offenlegt, es sind keine Würfel, keine normalen Podeste, sondern man sieht den ganzen Unterbau und gleichzeitig in seiner Modularität natürlich auch das Serielle von den Arbeiten aufnimmt. Also es ist ein immer wiederholbares Display, das in Modulen sich vervielfältigen lässt. Das sind ganz einfache Holzstaffeln in 3 Meter Länge, die zusammengehalten werden von simplen Spanplattenelementen. Und die Auflagen, die wir verwenden, sind in der Regel relativ ungeschnittene Spanplatten im Standardmaß. Also das Ganze sollte eine möglichst einfach zu produzierende und simpel zu wiederholende Form ergeben, die, wenn sie gelegt ist, ein Podest sein kann, die, wenn gestellt wird, eine Form von einem Regal oder eine Konstruktion für eine Zwischenwand annehmen kann. Und ein Teil, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, auf dem ich sitze, das ist einer dieser Hocker, die wir zahlreich haben anfertigen lassen. Das war so ein Anliegen zu sagen, das Display ist nicht nur das, worauf die Kunst präsentiert wird, sondern es diffundiert ein bisschen auch durch den Ausstellungsraum. Und diese Hocker sind zum Sitzgelegenheiten in der Ausstellung und gleichzeitig werden sie aber auch im Display benutzt als Unterkonstruktionen für weitere kleine Podeste, die wir benötigt haben, oder als sogar Halterung für Kunstwerke. Das Beschriftungssystem fußt auf den Werkcodes, die die Edition Atelier verwendet haben. Das war dann eine Form von Konsequenz, die wir durchgezogen haben, um auch deutlich zu machen, wenn das in die Sammlung des Joanneums übergeht, würden diese Werkcodes verloren gehen. Hier bekommen Sie dann neue Formen von Inventarnummern und wir haben es benutzt, um die Werke nochmal kenntlich zu machen. Gleichzeitig, wie man hier sieht, werden sie nochmal benutzt, um im Museumsraum nochmal zu zeigen, es kommt von woanders die Beschriftung. Und es ist eine Form von Index, für den es ein Saalheft gibt, um sich zurechtzufinden.